Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Namen sind wir heute Morgen hier versammelt und wir wollen hören, was er zu uns sagen wird. Ich wollte euch vorschlagen, aufstehen, um das Wort zu lesen und dann wollte ich noch kurz beten, bevor ich anfange. Wir stehen dazu auf. Wir lesen das Wort Gottes aus Lukas Evangelium, Kapitel 22, von Vers 14 bis 23. Also Lukas Evangelium, Kapitel 22, von Vers 14 bis 23. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Unser Vater im Himmel, unser Gott, ewiger Vater und unser Heiland Jesus Christus, wir kommen zu dir. Wir beten dich an, wir preisen dich auch für diesen Morgen, den wir heute hier zusammen sein können und wir wollen auf dich hören. Wir wollen, damit du unsere Herzen auftust und wir dein Reden erkennen und wirklich von dir, von deinem Wort überführt. Wir wollen das tun, was du von uns auch erwartest, damit du, dein Name groß gehalten wird und wir immer dir ähnlicher werden in unserem ganzen Wandeln. Segne uns, Herr, rede zu uns und wir danken dir dafür. Amen. Setzen uns. Ich glaube, ich habe schon öfters diese Frage gestellt: Wozu oder warum bist du heute da? Was hat dich heute wieder bewegt, aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen? Welcher Grund ist dahinter? Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder auch diese Frage uns stellen. Was ist? Warum komme ich hin? Warum suche ich diese Gemeinschaft? Ist das mein Nachbar? Ist das meine Frau, mein Mann? Oder sind das meine Kinder, dass ich sie irgendwie in die aus der Welt, irgendwie hier aus dem Ganzen rausziehen will? Warum? Wisst ihr, die Frage, die damals der Teufel Eva gestellt hat, und das ist mir immer so im Kopf, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1, da heißt es: Aber die Schlange war die listigste als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und diese Frage: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr hierher kommen sollt, müsst, dass es ein Muss ist?
Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr jeden Tag in der Bibel 4 Stunden lesen und beten sollt, damit ihr das tut, damit ihr gerettet werdet oder wie auch immer? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Nein. Jeder von uns würde sagen, nein, so steht das nicht in der Bibel. Was steht aber in der Bibel? Haben wir irgendwie solche Aufforderungen? Wir sehen, solche Aufforderungen gibt es nicht, dass wir müssen, sondern Gott hat ein Verlangen. Wir haben in diesem Text das gelesen, ja? Jesus Christus hat ein Verlangen und das war von Anfang an. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 lesen, da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr der Mensch und sprach, wo bist du? Also sein Verlangen nach den Menschen und darauf ist auch diese Überschrift heute. Gemeinschaft mit den Seinen ist der innigste Wunsch des Herrn. Gott hat uns gemacht, geschaffen, hat uns errettet. Und sein innigster Wunsch ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. 3 Punkte habe ich so ausgearbeitet hier mit Hilfe der Brüder. Wir haben zusammen darüber gesprochen. Und der erste Punkt ist der Wunsch nach der Gemeinschaft. Der zweite, die Verheißung der Gemeinschaft. Und der dritte Punkt, die Grundlagen der Gemeinschaft. Also gucken wir uns den ersten Punkt an, der Wunsch nach der Gemeinschaft. Und da heißt es von Verse 14 und 15, als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also wie wir schon auch letzten Sonntag gehört haben, Arthur hat uns schon ein bisschen rangeführt an dieses Thema und da ist so gewesen, dass Jesus die Jünger, 2 Jünger ausgesandt hat, die sollten das Passa vorbereiten, ja. Und dann sehen wir, das Passa ist vorbereitet worden, alles fertig, das Lamm ist geschlachtet worden. Die haben es zu diesem Haus gebracht, haben da den ganzen Raum zugerichtet, alles fertig gemacht. Und jetzt kann es losgehen und dann lesen wir, dass Jesus setzte sich mit seinen 12 Aposteln zu Tisch, oder die haben sich damals nicht hingesetzt, die haben sich so hingelegt, der Tisch in der Mitte, und die haben sich um den Tisch gelegt und so haben die damals gefeiert, dieses Passa. Und dann sagt Jesus diese Worte, mich hat herzlich verlangt. Hebräisch drückt es sich also so ein bisschen anders aus, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. So ein wirklich ein herzliches Verlangen, ein sehr großes Verlangen, mit euch dieses Passa zu feiern, ehe ich leide. Das ist wirklich ein ganz kurz, die letzten Stunde vor der Verhaftung Jesu und er hat einen innigsten Wunsch, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, weil er sie liebte. Er liebte sie und er hat wirklich dieses Verlangen gehabt, mit ihnen zusammen zu sein. Einfach mal zusammen mit ihnen, sich in die Mitte, mit ihnen sich, einfach die Gemeinschaft zu haben. Es muss nicht unbedingt Großes was gemacht werden, aber einfach zusammen zu sein. Aber nicht nur das hat ihn bewegt zu dieser Gemeinschaft, weil er wusste, er wird weggehen. Und dann, was kommt auf sie? Und darum hat er auch dieses Verlangen gehabt, sie darauf vorzubereiten. Er wusste von dem Schock,
dass sie erleben werden, wenn die jetzt Tempeldiener und die Soldaten kommen werden und ihn verhaften werden. Er wusste, wie sie reagieren werden, was sie auf einmal jetzt, wo sie erwartet haben, dass Jesus doch der König Israels sein sollte. Er sollte ja jetzt das König ausrufen und sich als König darstellen. Und dann kommt das ganz anders. Und darauf tut er sie vorbereiten. Und dann wusste er auch von der Angst, die sie begleiten wird, wenn sie auseinanderlaufen werden. Und dann wusste er auch von der Angst des Petrus, als er angesprochen worden ist und gesagt worden ist, du bist einer von ihnen. Ja, vor Angst hat er Jesus verleugnet. Aber er wusste davon, dass das alles passieren wird und darum bereitet er sie darauf vor, damit sie nicht wirklich verzweifeln. Er wusste von der Angst, wenn sie dann weglaufen und sich zu Hause in den Häusern verschließen und jedes Bewegen dahinter der Tür, dass sie davon zusammenzucken werden. Davon wusste er ganz genau. Aber darum hat er auch sie darauf vorbereitet und ihnen gesagt, dass es so nicht bleiben wird. Er sagte ihnen, ich werde zurückkommen. Ich werde wiederkommen. Es wird nicht lange dauern. Ihr werdet das erleben. Petrus hat wirklich ins Gesicht gesagt, du wirst mich heute Nacht, ehe der Hahn kräht, dreimal verleugnen. Petrus hat das verneint, aber er sagt, das wird so passieren. Und ihr werdet euch alle zerstreuen, ihr werdet weglaufen. Aber ich gehe erstmal leiden. Ich werde sterben. Aber es bleibt nicht so. Ich bleibe nicht im Grab. Ich werde wieder auferstehen und dann gehe ich zum Vater. Und dann werden wir euch den Tröster senden, der euch trösten wird und euch alles an alles erinnern wird, was ich euch gesagt habe. Ihr werdet nicht alleine bleiben. Ich werde wieder zu euch kommen. Und nicht nur das, sagte er ihnen, sondern er sagte auch in die Zukunft hinaus. Und das ist besonders so merkwürdig, wie er das ihnen erklärt und sagt, also in Kapitel 22, hier Verse 28 bis 30, da sagt er, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meiner Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels. Also er hat gesagt, er hat dieses Verlangen gehabt, um sie zu trösten, um sie zu stärken, um ihn auch auf die Zukunft vorbereiten, aber nicht nur auf die nahe Zukunft, sondern er sagt, von der weiteren Zukunft, was sie erwarten wird. Sie werden auf Thronen, auf 12 Thronen sitzen und sie werden das Volk richten. Die Israeliten, die sich von dem Wort von Gott abgewandt haben. Und so kommen wir zu der Verheißung der Gemeinschaft. Also Gott, oder Jesus hat ihnen diese ewige Gemeinschaft verheißen. Nicht nur jetzt und dann danach kurz, wo der Heilige Geist bei ihnen sein wird, wo sie diesen Trost von dem Heiligen Geist bekommen werden, sondern auch in die Zukunft gibt er ihnen die Verheißung. Und gerade hier in diesem Text weiter, Vers 16 bis 18, sagt er, denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Also in die Zukunft hinaus sagt er, ich werde mit euch wieder dieses Fest, dieses Passa feiern. Nun stellt sich die Frage, ja, was ist das für ein Fest gewesen? Was haben sie da gefeiert, die Israeliten? Ich denke, wir sind so alle so ein bisschen bewandert in diesem und
Das ist der Auszug aus Ägypten, die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Kurze Geschichte vielleicht. Abraham wurde von Gott erwählt und in ein Land gesandt, wo Gott ihm versprochen hat, ein Nachkommen ihm, ein großes Nachkommen ihm zu geben. Er ging dahin, da mit 100 Jahren bekam er seinen Sohn, den er Isaak nannte. Und Isaak hat dann auch, wo er erwachsen worden ist, auch geheiratet. Und da bekam er Zwillinge, Esau und Jakob. Esau wurde von Gott nicht angenommen, sondern Jakob ist von Gott angenommen, durch den das Volk entstehen sollte, das Gott für sich erwählt hat. Und so ist dann das Volk Israel, Gott hat Jakob einen anderen Namen gegeben, Israel. Also, und dadurch ist das Volk Israel entstanden. Die Brüder oder die Söhne Jakobs, es waren 12 Söhne, die haben ihren Bruder nach Ägypten verkauft. Und so ist Josef dann als Sklave nach Ägypten gekommen. Und da wurde er zum Regenten des Landes. Und in der Hungersnot kamen seine Brüder und er holt sie alle dann in dieses Land Ägypten. Und so wohnten sie in Ägypten. Es war alles ganz gut angefangen. Aber dann ist ja Pharao, der König von Ägypten, der nichts mehr von Josef wusste. Es waren Jahre vergangen, die Israeliten waren so circa 400, bisschen über 400 Jahre in Ägypten gewesen. Und so ist der Pharao, der dann später gewesen ist, der König Ägyptens, der hatte Josef nicht mehr gekannt und hat dieses Volk versklavt. Und die mussten dann da wirklich Sklavenarbeiten machen. Und als Angst, wo die Ägypter gesehen haben, dass das Volk sich sehr vermehrt hat, haben die sogar angefangen, ihre Jungs zu töten und so weiter. Solche Gesetze waren damals erlassen worden. Gott sah das Elend dieses Volkes, dass er für sich auch ausersehen hat, und darum schickte er in dieses Land Plagen, sehr schreckliche Plagen, schickte erstmal Mose, der sie rausführen sollte. Pharao weigerte sich, das Volk aus Ägypten rauszulassen. Und dann hat Gott diese Plagen geschickt. Dadurch mussten die Ägypter das zugeben, dass sie das Volk gehen lassen sollen. Und so haben sie es dann losgelassen. Aber bevor sie losgingen, mussten diese Plagen erlebt werden. Und vor allem die letzte Plage war die Tötung der Erstgeburt, wo ein Engel des Todes durch das Land gegangen ist und alle Erstgeburt von Mensch bis zu Vieh alles getötet hat. Aber bei den Israeliten hat Gott ein Gebot gegeben, dass sie ein Lamm nehmen sollten, ein einjähriges Lamm, es schlachten sollten und das Blut von dem Lamm an den Türpfosten schmieren. Und wo der Todesengel dann in der Nacht vorübergegangen ist, ist er an diesen Häusern vorbeigegangen. Und da ist seit der Zeit, also ist dieses Passa gefeiert worden. Also der Engel ist vorbeigegangen. Und daran haben die Israeliten sich erinnert. Und dann lesen wir weiter hier im Text. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Also das Passa, das Lamm, das war in der Mitte des Feiers. Und die haben dann an das gedacht, was Gott ihnen gesagt hat. Und wir lesen hier, Lukas schreibt von dem Kelch, den sie getrunken haben. Und wie wir auch schon letzten Sonntag gehört haben, Arthur hat das auch schon erklärt, dass 4 Kelche gewesen sind. Und zwar auf der Stelle von 2. Mose, Kapitel 6, Verse 6 und 7. Da sind die Verheißungen, die Gott gegeben hat, die Israeliten bekamen von Gott, wo Gott sie rausgelassen hat. Also worauf sie diese Freiheit bekommen haben und worauf sie sich gefreut haben. Und zwar, wenn wir lesen diese Stelle, 2. Mose, Kapitel 6, Verse 6 und 7, da heißt es, darum sagt er,
Sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und dann die erste Verheißung. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Dann die zweite Verheißung, ich will euch erlösen, also ein Löser sein für euch, durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und dann die dritte Verheißung, und ich will euch als mein Volk annehmen. Und die vierte, und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Das haben die Israeliten gelesen, und bei jeder Verheißung haben sie einen Kelch, so um die Runde durchgereicht, wo jeder einen Schluck genommen hat. Das war die Erinnerung, die Feier, was sie damals gefeiert haben. Und wir sehen dann weiter, lesen wir in diesem Text. Das wirklich nur ein, also Lukas spricht von einem, die haben, also wie gesagt, hier vier Kelche weitergereicht und das auch, wenn wir darauf schauen, die haben dieses gefeiert. Die wurden aus Ägypten rausgeführt und das hat sich alles so bestätigt. Ja? Gott hat ihnen das Land gegeben, er hat ihnen eigentlich diese Verheißungen gegeben. Was fehlte denn noch bei den Israeliten? Sie haben die Verheißung bekommen von Gott. Gott hat sie aus dem Land herausgeführt. Gott hat ihnen das Land gegeben. Was fehlte ihnen? Die Freiheit, oder? Die waren in der Zeit. Warum freuten sie sich auf Jesus? Warum warteten sie auf ihn? Weil sie nicht frei waren. Sie brauchten die Befreiung. Warum wurden sie nicht frei? Hat Gott versagt? Wir haben gelesen, diese Verheißungen, die wir jetzt in diesem Text gelesen haben. Er sagt, Gott gibt die Verheißung und sagt, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus der Knechtschaft erretten. Hat er das gemacht? Aus Ägypten hat er sie rausgeführt, ja? Genau. Das zweite, ich will euch erlösen, also da freimachen von dieser Knechtschaft. Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Die Gerichte waren gewesen und sie wurden aus der Knechtschaft erlöst. Jetzt brauchten sie dann nicht mehr Knechte sein. Dann sehen wir die dritte Verheißung und ich will euch als ein Volk annehmen. Gott hat sie angenommen. Die waren das Volk Gottes. Gott bekennt sich zu ihnen. Und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus dem Land Ägypten herausführt. Konnten sie das erkennen? Ja, sie waren aus Ägypten rausgeführt. Aber wie kommt es, dass sie jetzt wieder in der Sklaverei waren? Weil Gott hat sie da rausgeführt. Und als sie in der Wüste beim Berg Sinai gewesen sind, hat Gott ihnen das Gesetz gegeben und hat gesagt, wenn ihr das Gesetz erfüllt, dann wird eure Freiheit gesichert sein. Sie haben das nicht gehalten. Sie haben es zwar gesagt, ja, wir werden das tun. Da ist der Bund, der mosaische Bund festgelegt worden. Sie haben dieses Versprechen gegeben, aber sie haben das nicht gehalten. Und dafür hat sie Gott auch verstoßen. Darum mussten sie eigentlich jetzt auch aus dem Land weggeführt werden. Dann sind die auch wieder zurückgekommen. Aber die waren seitdem nicht mehr frei gewesen. Sie haben ihren eigenen König nicht mehr gehabt. Sie haben der Tempel wurde zerstört, dann wieder aufgebaut. Aber die waren nie ein freies Land wirklich gewesen. Und jetzt gerade in der Zeit, wo Jesus da war, waren sie unter den Römern verknechtet. Die waren also ein besetztes Land gewesen. Und darum haben sie auch gewartet und haben gedacht, Jesus kommt und befreit sie von den Römern. Jesus wollte
mehr. Und das lesen wir auch in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ich meine, diesen Vers kennen wir alle auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist gekommen. Er lebte auf dieser Erde. Er lebte circa 33 Jahre auf dieser Erde, hat ein sündloses Leben gelebt und dann hat er sein Leben für die Menschen, für uns Menschen gegeben. Und damit hat Jesus gerade diesen Bund, den sie mit Mose geschlossen haben, erfüllt. Für sie. Und darum ist heute, was wir auch gelesen haben, dass Gott seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, sondern das bedeutet, dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Nicht nur die Israel, sondern jeder Mensch. Und damit hat Jesus diesen neuen Bund angekündigt für die, die an ihn glauben. Und zwar allein aus Gnade. In Römerbrief Kapitel 3, Verse 21 bis 24 lesen wir: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist, was Gott für uns getan hat. Das ist, was Gott auch damals den Jüngern, seinen Aposteln, weitergeben wollte. Und damit hat er auch diese Grundlage dafür geschaffen, indem er nicht mehr das, also indem wir auch nicht mehr das feiern, was die Juden damals gefeiert haben. Im Zentrum ihrer Feier war das Lamm. Jesus hat uns auch sich selbst in die Mitte gestellt, indem dass er gesagt hat, was ist unser Zentrum, unser Feier? Das Brot und der Wein. Wir lesen hier weiter in Versen 19 bis 20, da heißt es: Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist ein neuer Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das zentrale Element für die Juden bei der Passafeier war das Lamm. Das zentrale Element für uns, wenn wir zusammenkommen und feiern, haben wir das Brot. Jesus hat das so weit geändert, dass er gesagt hat, es braucht kein Lamm mehr sein. Warum? Weil Jesus ein für allemal gestorben ist. Er stirbt nicht nochmal, er braucht nicht mehr sterben. Die Lämmer mussten immer wieder geschlachtet werden, die mussten immer wieder sterben. Jetzt braucht kein Tod mehr sein. Der Tod ist durch Jesus Christus vollbracht worden. Er braucht nichts mehr sterben.
Wir dürfen leben. Und das Grundelement für das Leben ist in der Bibel immer wieder Brot. Das ist das Grundnahrungsmittel. Wir haben Brot, wir leben. Gott schenkt uns das. Und das sagt er auch, gerade wo die Menschen um ihn standen, die gesagt haben, wir glauben an dich und wir wollen dir folgen, sagte er ihnen, und das war für sie ein großes Anstoß damals gewesen, in Johannes Kapitel 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Sie sagten, wie sollen wir das Brot essen? Wie sollen wir ihn essen? Er gibt uns sein Leib. Das ist ein größerer Abschnitt. Ich wollte jetzt nicht alles lesen, nur ich wollte nur darauf hinweisen, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Meinte Jesus wirklich, man muss von ihm essen? Nein, wir sehen verschiedene Vergleiche, tut Jesus machen. Und er sagt, er ist das Licht auch. Ja? Und vor allem, was er gesagt hat in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, wie fängt das an? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, das Brot, ist das Wort, das wir heute brauchen. Wir brauchen sein Wort, so wie damals Jesus wusste, er geht jetzt von den Jüngern weg und die brauchen sein Wort, sie brauchen seinen Trost, seine Ermahnung, sie brauchen die Ermunterung, diesen Aufbau brauchen sie, um weiter zu leben. Sie brauchen sein Wort. Und das gab er ihnen. Genau das gibt er uns auch heute. Und da sind wir wirklich so abhängig davon. Und Jesus Christus, unser Gott, er möchte diese Gemeinschaft mit uns haben, um sein Wort uns weiterzugeben. Die Frage ist, hast du dieses Bedürfnis? Jesus sagt nicht, du musst, aber er weiß, du brauchst es. Du brauchst seine Führung. Du brauchst wirklich von ihm belehrt zu werden, um im Leben wirklich auf diesem Grund zu leben. Denn sein Wort ist das Leben, sein Brot, das uns, so wie das Brot uns, das tägliche Brot uns, wir zu uns nehmen, um zu leben, brauchen wir sein Wort. Und für mich selber, ich habe mir selber für mich schon oft festgestellt, weil ich zu wenig Gott kenne, handle ich oft sehr falsch. Weil ich zu wenig von diesem Brot, von diesem lebensmachende Brot auf mich nehmen tue, weil ich mir so zu wenig mit diesem Wort beschäftigen tue, habe ich Probleme in meinem Leben. Und genauso geht das mit jedes Mal, wenn man spricht mit Leuten, die irgendwelche Probleme haben, seien es Eheprobleme oder sonst was. Das Problem ist, dass man zu wenig diesen Gott kennt und sich nicht diese Mühe macht, mehr kennenzulernen. Man ist so beschäftigt mit diesem Leben, jeden Tag, da hat man ja keine Zeit. Und nur dann, wenn irgendwas passiert, was passiert dann? Ja. Wenn es passiert ist, dann Herr, helf doch. Ja, der Herr ist da, er möchte dir ständig, er will dir helfen. Aber bist du bereit, auf ihn zu hören? Die Gemeinschaft mit den Seinen ist der innigste Wunsch unseres Herrn. Ist es bei uns auch? Das will er in uns wecken. Dass wir auch diesen Trieb zu dem Herrn haben, zu seinem Wort zu lesen, zu studieren, zu erkennen, was wirklich er ist, wie er ist und was er von mir erwartet.
Und wie kann ich das tun, was er will? Was kann uns trennen davon? Und das Erste, denke ich mal, ist ganz klar gewesen von Anfang, was ich schon gelesen habe. Was hat Adam und Eva getrennt von dieser Gemeinschaft? Gott kommt in den Garten und dann muss er sie suchen. Sie sind nicht da. Und was war die Ursache? Die Sünde. Das ist das wirklich für uns Christen das Einzige und Alleine. Die Sünde kann sich in verschiedenen Bildern auszeichnen. Ja, es kann nur vielleicht eine Faulheit sein oder vielleicht auch was anderes sein, was gravierenderes und so weiter. Aber es gibt keine kleine, große Sünde. Sünde ist Sünde. Auch wenn du faul bist und willst vielleicht nicht dir diese Zeit nehmen und morgens vielleicht etwas eher aufstehen, wo du Ruhe haben kannst oder abends, wenn die Kinder schlafen, wenn alles ruhig wird oder vielleicht auch im Laufe des Tages irgendwie dir Zeit nimmst. Ja, ich habe so viel zu tun. Ich komme gar nicht dazu. Nein, du brauchst das, um zu leben. Du nimmst dir Zeit, um morgens zu frühstücken. Und wenn manche sagen, ja, ich habe da keine Lust zum Frühstücken, aber mittags, dann bist du schon ganz, ganz heiß darauf, ja, was Schönes zu essen. Aber wie ist das mit der Gemeinschaft, mit Jesus, mit seinem Wort? Ist das auch so ein Verlangen? Und das ist es, das können, wie gesagt, zwei Dinge, was ich so gesehen habe, was sein können, das ist das Erste, eine Sünde. Und das Zweite, der zweite Grund dafür kann wirklich vielleicht das sein, dass in dir kein Leben ist. Ein Tote, er braucht kein Essen mehr. Er braucht kein Brot mehr. Du kannst ihm anbieten, wie viel du willst. Den ganzen Tag ihm was erzählen und dir Brot geben. Er wird das nicht nehmen. Und das sehen wir auch jetzt, wenn wir weiterlesen, diesen Text. Da heißt das vom Vers 21. Doch sieh, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Was war mit Judas gewesen? Er war so schön mit immer dabei. Aber von dem, was er gehört hat, was er gesehen hat, es hat irgendwie ihn gar nicht berührt. Es kam gar nicht durch. Warum? Was war die Ursache? Was war bei Judas anders? Sein Fokus war irgendwo anders. Nicht auf Christus. Nicht um Christi willen war er ihm nachgegangen. Wir lesen das in Johannes Kapitel 12. Da ist diese Geschichte mit dem, dass Jesus nach Bethanien kommt zu seinen Freunden und Lazarus, den er auferweckt hat, seine Schwester Martha, die sich immer viel Mühe macht und die ist dabei, die macht den Tisch da fertig wahrscheinlich und so am Arbeiten. Lazarus, der ist auch dabei und dann kommt Maria und nimmt ein Gefäß, tut das aufbrechen und schüttet den Inhalt auf seine Füße und so salbt sie ihn und das war wirklich ein teures Öl, was sie gehabt hat. Und das wurde so berechnet mit 300 Dinare. Und Judas sieht das Ganze und sagt, wozu diese Vergeudung? Man könnte das doch den Armen geben. Und dann steht die Erklärung in Vers 6. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Das war sein Herz. Gott sah sein Herz, aber er hat das irgendwie gar nicht erkannt. Er lebte mit Christus, aber er hat immer einen anderen Verlangen gehabt. Und darum ist es auch heute die Frage, was ist dein Verlangen? Was ist dein Wunsch?
Wir lesen weiter, die Jünger, die als die Apostel, als sie da gesessen haben und Jesus sagte ihnen von dem, dass er verraten wird, dann fragten sie, Vers 23, und sie fingen an, sich untereinander zu fragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Und in den Matthäus und Markus, da ist das noch genauer auch gesagt, also dass sie Jesus selbst gefragt haben, Rabbi, doch nicht ich. Es kann doch nicht sein, dass ich bin doch dir nachgefolgt. Ich werde dich doch nicht verraten. Und ich denke, das ist gut für uns, dass wir uns immer wieder auch diese Frage vielleicht stellen und selbst die Antwort finden in seinem Wort. Bin ich einer, der bleibt? Denn wenn es nicht echt ist, wie bei Judas, er ist die ganze Zeit mitgegangen und am Ende ist er doch weggegangen. Was ist der Grund deiner Nachfolge? Bist du auch auf diesem Sprung wegzugehen? Weil nicht Christus dein Blickwinkel einnimmt, sondern was anderes. Du kommst in die Gemeinde, die gefällt dir vieles. Aber ist Christus der Grund, warum du da bist? Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Liebe Gott, dass wir wirklich unsere Herzen prüfen, dass wir uns fragen, was ist der Grund, dass ich heute hier bin? Meine gute Geschwister, die so gut mit mir umgehen, die vielleicht die Einsamkeit zu Hause, dass ich dann alleine bin und irgendwie eine Gemeinschaft suche oder noch irgendwelche Ursachen. Das alles wird am Ende nicht zählen. Es wird der Moment kommen, wo die Geschwister nicht ganz so gut sind, wo du vielleicht eine andere Gemeinschaft findest, wo du vielleicht auch irgendwie andere Aufgaben findest, aber du bleibst nicht. Und du wirst nicht mit ihm am Ende feiern, mit den Aposteln, diese Verheißung, was Christus gegeben hat. Gebe Gott, dass wir uns selber prüfen und wirklich unsere Sinne darauf richten, Gott zu suchen. Er sucht uns, er sucht die Gemeinschaft mit uns. Gebe Gott uns, dass wir uns dazu Zeit nehmen, mit ihm täglich diese Gemeinschaft zu haben und mehr aus seinem Wort ihn erkennen und wirklich ihm dienen. Gott segne uns in diesem. Amen. Wir werden zum Gebet nochmal aufstehen.